Gerade Männer mit Haarausfall, so wie du und ich, sind besorgt darum, wenn es um die Anwendung des richtigen Shampoos geht. Eines der häufigsten Fragen, die ich in diesem Zusammenhang bekomme, ist: Herr Jakob, welches Shampoo sollte ich bei Haarausfall anwenden? Oder beziehungsweise mit welchem Shampoo kann ich meinen Haarausfall stoppen oder verlangsamen? Zu diesem Thema habe ich kritisch geforscht und gerade die kritische Forschung war hier wichtig, denn viele Studien, die man zu diesem Thema finden konnte, und ich habe mir einige dazu durchgelesen, waren Studien, die von Firmen finanziert wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Studie von einer Firma finanziert wird, von einem Unternehmen finanziert wird, dann ist das keine unabhängige oder objektive Studie in der Regel, sondern eine Studie, die erstellt wurde, um die Wahrnehmung der Leser in eine bestimmte Richtung zu lenken. Um die Ergebnisse der unabhängigen Studien nochmal zu untermauern, habe ich mich mit Ärzten in meinem Umfeld unterhalten und kam zu einem interessanten Resultat, Freunde, das den ein oder anderen mit Sicherheit überraschen wird. Und wenn wir über Shampoos sprechen, sollten wir zwischen zwei Arten von Shampoos unterscheiden. Frei verkäufliche Shampoos im Discounter, im Supermarkt oder in der Drogerie und Shampoos mit medizinischem Wirkstoff, die du nur in der Apotheke bekommst. Aber vorweg kurz zur Anatomie der Kopfhaare, Freunde. Ihr solltet eins wissen: Eure Haare sind nicht lebendig, sie sind tot. Das einzige Lebendige an euren Haaren ist die Haarwurzel und die follikulare Einheit, die das Haar umschließt. Alles andere, was ihr an der Oberfläche seht, ist ein toter Organismus und lebt nicht. Das heißt, ein Shampoo, das wir verwenden, müsste in die Kopfhaut eindringen und zur Haarwurzel und zur follikularen Einheit gelangen. Und hier sind sich ein Großteil der Studien auch einig gewesen, ein Shampoo benötigt in der Regel 6 Minuten, bis es überhaupt die Haarwurzel erreichen kann. Denn es muss vorher in die Kopfhaut eindringen. Und Shampoos 6 Minuten und länger auf der Kopfhaut verweilen zu lassen, ist definitiv wegen der Zusatzstoffe, die sich im Shampoo befinden, nicht empfehlenswert. Und selbst wenn die Wirkstoffe zur Haarwurzel gelangen würden, ist die Frage hier immer noch: Wie wirksam ist es an der Haarwurzel? Und zu frei verkäuflichen Shampoos und Wirkstoffen in diesen Shampoos, wie zum Beispiel Arginin oder Koffein, kann eins ganz klar gesagt werden: Sie haben keinerlei Einfluss auf den Haarausfall. Selbst wenn du das Shampoo 20 Minuten lang auf der Kopfhaut lassen würdest und der Wirkstoff in die Kopfhaut gelangen würde, ist die Wirkung, die dort entfalten wird, so minimal, dass es kaum einen Einfluss auf den Haarausfall hat. Daher könnt ihr euch eins klar machen: Frei verkäufliche Shampoos haben keinerlei positiven Einfluss auf den Haarausfall. Anders sieht es mit Shampoos mit medizinischem Wirkstoff aus. Falls euch dieses Video gefällt, Freunde, denkt bitte dran, einmal das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren und mir zu signalisieren, dass euch diese Art von Videos gefällt, damit ich mehr für euch produzieren kann. So, Freunde, der wichtigste Unterschied zwischen einem frei verkäuflichen Shampoo und einem medizinischen Shampoo ist eben, dass es nicht frei verkäuflich ist, sondern zumindest mal apothekenpflichtig ist. Und hier gibt es genau einen Wirkstoff, der bei Haarausfall wirklich helfen kann, und das ist der Wirkstoff Ketoconazol. Das ist ein Shampoo, das zur Behandlung von Hautkrankheiten hergestellt wurde. Das heißt für Neurodermitis, für Ekzeme, Pilzinfektionen und andere Arten von Hautkrankheiten. Ich habe dieses Shampoo selbst genutzt gegen mein seborrheisches Ekzem, an dem ich bis heute leide, aber auch gegen meinen Haarausfall und konnte Interessantes feststellen. Und eins vorneweg: Das ist kein Shampoo, das zur täglichen Anwendung geeignet ist, sondern es wird nur 1 bis 2 Mal pro Woche angewendet, da es wirklich potent ist und unter Umständen auch schädlich für die Kopfhaut sein kann, wenn man es zu häufig anwendet. Das erste Mal habe ich Ketoconazol Shampoo genutzt, um mein seborrheisches Ekzem zu behandeln, Freunde, und an der Stelle hat es mir leider nicht geholfen, sondern hat meine Kopfhaut noch zusätzlich ausgetrocknet und das wurde insgesamt schlechter. Danach habe ich das Ganze nochmal verwendet, um meinen Haarausfall zu stoppen. Aber nicht als alleiniges Mittel. Und das ist hier ganz, ganz wichtig. Als alleiniges Mittel braucht ihr von Ketoconazol nicht viel zu erwarten, wenn es um das Thema Haarausfall stoppen geht. Es wird angewendet in Kombination mit Minoxidil und Finasterid, auch genannt The Big Three: Minoxidil, Finasterid und Ketoconazol Shampoo. Und hier kann ich aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen anderen berichten, dass es
Minoxidil und Finasterid in ihrer Wirkung gegen den Haarausfall unterstützen kann und bei mir auch unterstützt hat. Der genaue Wirkmechanismus ist unklar. Dem Ketoconazol wird nachgesagt, dass es topisch auf der Kopfhaut das DHT senken kann, aber auch andere Experten behaupten, weil es einen positiven Einfluss auf die Hautgesundheit hat und eben gesunde Haare auf gesunder Haut wachsen, dass es dadurch den Haarwuchs fördert. Zusammenfassend kann hier an dieser Stelle trotzdem gesagt werden, dass der genaue Wirkmechanismus unklar ist, aber es definitiv einen unterstützenden Effekt auf den Haarwuchs in Kombination mit Minoxidil und Finasterid haben kann. Wenn du mehr zu den Themen Minoxidil, Finasterid, Ketoconazol erfahren möchtest, denk dran, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, denn in den nächsten Wochen erzähle ich dir mehr zu Anti-Haarausfallmitteln. Abschließend möchte ich hier noch sagen, falls du dich jetzt immer noch fragst, welches Shampoo du verwenden sollst, Bro, nimm doch einfach ein Shampoo aus der Drogerie, das gegen Haarausfall hergestellt wurde. So hast du wenigstens ein positives Gefühl, hast das Gefühl, dass du was tust und das macht was Positives mit der Psyche auch ein bisschen. Ob es jetzt wirkt oder nicht wirkt, sei mal dahingestellt, denn diese Anti-Haarausfall-Shampoos sind nicht teurer als herkömmliche Shampoos. Das für die tägliche Anwendung. Und falls du so oder so Minoxidil und Finasterid benutzt, kannst du natürlich Ketoconazol-Shampoo noch dazu nehmen, das Ganze 1 bis 2 Mal pro Woche anwenden und schauen, ob du auch diesen Boost auf das Haarwachstum feststellst, das ich festgestellt habe. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.